Ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht gerade, ich stehe vor einem Auto und zwar vor meinem Auto, ganz genau. Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen. Mich haben meine Freunde eigentlich so ein bisschen dazu überredet, dass ich das Ganze doch einfach auch mal auf YouTube zeigen soll. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von ja, solchen Videos, wo man irgendwie was Teures vorstellt, was man sich gekauft hat, aber naja, ich habe mir trotzdem einfach mal gedacht, ich mache das, ich will euch auch so ein bisschen mehr dran teilhaben lassen, was ich momentan so mache. Deswegen habe ich mir gedacht, filme ich das Ganze einfach mal und habe auch gerade eben schon ein paar Clips, beziehungsweise schon ein bisschen länger her, als ich die aufgenommen habe, aufgenommen hier zu dem Auto. Ich will nochmal eben kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier so übelst treu bin und mir nur Autos. Ja, okay. Ich habe mir schon mehrere Autos auf jeden Fall gekauft. Nee, ist mein allererstes Auto jetzt hier. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, bis vor ein bis zwei Wochen bin ich noch mit meinem Fahrrad rumgefahren, was ich in einem Vlog mal gezeigt hatte, Anfang 2016. Den könnt ihr mal hier kurz sehen. Ja, eigentlich gebe ich da nicht so einen Wert drauf, mit was für Sachen ich so rumfahre, was für Klamotten ich so trage, aber irgendwie hat sich das doch gewandelt. Ich kaufe mir auch gerne mal irgendwie was und trotzdem hat es mich halt nicht gejuckt, dass ich zum Beispiel bis vor einer Woche noch mit meinem alten Fahrrad rumgefahren bin. Interessiert ja auch keinen so wirklich, jo, Digga, der hat ein scheiß Fahrrad, ist doch egal so. Und ja, das wollte ich einfach nur noch mal kurz vorher sagen. Nicht, dass ihr denkt, ey, hier der Spacken, der kauft sich einfach so ein Auto. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, jo, ich hole mir jetzt ein Auto, denn das brauche ich wahrscheinlich später auch, wenn ich studieren gehe. Da muss ich ja auch durch die Gegend fahren. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ist jetzt eh bald soweit. Und ja, irgendwie ist mein Vater aufgekommen. Hier, lass mal ein paar Autos gucken. Dann bin ich mitgefahren. Und dann bin ich auch irgendwie so wieder auf den Trip gekommen, jo, ein Auto wäre doch schon ganz geil. Und dann habe ich mir den Audi A1 geholt. Also ich will jetzt nicht so viel technische Daten zu sagen, das ist eigentlich auch ein bisschen uninteressant, aber trotzdem habe ich noch ein bisschen was für euch gefilmt. Und das seht ihr jetzt. Viel Spaß damit. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Clip gefallen. Hat echt lange gedauert, mein Kennzeichen immer zu zensieren. Aber trotzdem, ich kann euch sagen, mein Kennzeichen ist etwas mit CG. Also auf meinem Kennzeichen steht CG drauf. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Videos mal in so einer anderen Art auch feiert, wo ich mal irgendwie sowas zeige aus meinem Real Life. Und ja, dann würde ich sagen, war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.